Trotz seiner 6 Grand-Slam-Titel denkt man beim Namen Boris Becker mittlerweile eher an Skandale als an Tenniserfolge. Als er 1985 bei Wimbledon triumphierte, wurde der 17-Jährige als Bum-Bum-Boris gefeiert. Eine Sportlegende. Selbst Nordkorea widmete ihm eine Briefmarke. Doch seine Erfolge mit Preisgeldern von mehr als 25 Millionen Dollar wurden ihm später zum Verhängnis. Vor 20 Jahren wurde Becker bei einem Prozess wegen Steuerhinterziehung in München zu einer Geld- und Bewährungsstrafe verurteilt. 2017 wurde er für bankrott erklärt, in England begann ein Insolvenzverfahren. Die negative Berichterstattung habe der Marke Becker so sehr geschadet, dass er nach eigener Aussage Probleme gehabt habe, genug Geld zu verdienen, um seine Schulden zu bezahlen. Zahlreiche seiner Trophäen wurden daraufhin versteigert. Im April dieses Jahres wurde Becker in einem Londoner Prozess wegen Insolvenzverschleppung in 4 von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Hauptvorwürfe: Nichtoffenlegung von Besitztümern und Verschleierung von Schulden. Für Negativschlagzeilen sorgte aber auch immer wieder sein Privatleben. Seine erste Ehe mit Barbara Becker scheiterte ebenso wie die zweite mit Lili Becker. Eine Affäre mit Angela Ermakova samt einer unehelichen Tochter machte die Sache nicht besser. Beckers Verhältnis zu seinen Landsleuten ist schon länger abgekühlt. Vor einigen Jahren sagte der gebürtige Schwabe, er werde nicht mehr nach Deutschland zurückkehren. Sein Zuhause sei nun London. In seiner Heimatstadt Leimen gibt es aber noch heute im Rathaus ein Boris-Becker-Zimmer.